jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, Glaube, dieser Begriff, so habe ich es zumindest erlebt, vielleicht ging es euch auch so, hat diesen Tag und nehme auch an den Gästen, ich glaube, besonders heute ist mir bewusst geworden, wie ein roter Faden durchzogen. Glaube, immer wieder dieses eine. Und ich glaube, wir haben hier viel Schönes erlebt. Wir haben erlebt, wie wir gemeinsam glauben. Wir haben Glaubenserlebnisse hier in der Gemeinschaft gehabt. Es geht uns gut. Wir haben auch das Gefühl gehabt, im Glauben einmal atmen zu können. Und trotzdem, vielleicht um das auf diese Seite zu zeigen, hatte ich heute eine Reihe von Gesprächen, wo der eine gesagt hat, du denk an uns. Dem geht's schlecht, dem geht's schlecht. Denk an uns. Und dann ist man einen Moment hilflos und sagt, ja, was kann ich denn machen? Aber ich denke an dich. Dieses Bewusstsein, ich denke an dich, ich will an dich denken, ich trete für dich ein, du bist nicht allein. Dieses Bekenntnis aus dem Glauben heraus, ihr Lieben, löst
eine Zuversicht aus. Stärkt den anderen. Wir können nichts verändern. Aber wir können für unseren Nächsten eintreten. Aber eine Wirkung hat das nur, wenn das aus dem Glauben heraus passiert. Ich bin auch ein paar Mal hier angesprochen worden von vielen Mitbrüdern und Mitschwestern, die ich teilweise jahrelang nicht gesehen habe. Und dann fragt man halt mal so, wie geht's denn? Ja, dann redet man einige Zeit und dann kommen einige Geschichten der Verbitterung. Auch, dass in meiner Kirche mir Unrecht widerfahren ist, dass ich ausgegrenzt worden bin. Das Ausgrenzungserlebnis ist mir heute ein paar Mal begegnet. Da war etwas und auf einmal war ich draußen. Niemand hat mich mehr beachtet. Wenn der ein oder andere heute Abend unter uns hier ist, dann wenden wir uns, oder möchte ich zurufen, lasst uns an den wenden, der der Spezialist für ganz all diese Sorgen ist. Lasst uns an den wenden, der Spezialist für die Lösung aller Glaubensprobleme ist. Jesus Christus. Darf ich kurz an die eine Szene aus dem Markus-Evangelium erinnern, wo der Vater mit seinem kranken Kind sich an die Jünger gewendet hat und sie konnten ihm nicht helfen. Und in seiner Verzweiflung, als Jesus zurückkam, sagte er zu ihm, hilf ihm, wenn du kannst. Da ist auch kein Glaube drin gewesen, nicht viel. Das war schon ein Ausspruch der Verzweiflung. Aber dann sagt Jesus, belehrt ihn fast, sagt er, was heißt, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Ihr Lieben, und dann kommt für mich eine der berührendsten Szenen im Evangelium, wo es dann heißt, und sogleich schrie der Vater, hilf meinem Unglauben. Ja, ich möchte mich heute Abend auch hinstellen und sagen, Herr, hilf meinem Unglauben, meinem Kleinglauben. Auch wenn ich hier Schönes erlebt habe, lass mich das mitnehmen. Für meinen Glauben, aber auch, dass ich für meinen Nächsten eintreten kann. Noch ein ganz kurzer Blick auf die Evangeliumsstelle, wo der Glaube so eine Bedeutung hat. Nach zwei müssen es noch sein. Eine, die erste. Wir kennen die Geschichte mit den vier Freunden, die den Lahmen vor Jesus bringen. Ihr Lieben, was ist die Reaktion des Sohnes Gottes? Oder was steht in fast in allen Evangelien bis auf Johannes drin, als er ihren Glauben sah? Es war der Glaube dieser vier, der Jesus bewegt hat. Nur am Rande erwähnt. Fürbitten, wir werden sie heute Abend auch wieder hören, wie gestern Abend. Fürbitten. Es ist nichts anderes wie etwas vor Jesus hintragen, aber dann loslassen. Ihr Lieben, Jesus hat nämlich ganz anders reagiert, als wahrscheinlich die vier Freunde das haben wollten. Die hatten erwartet, der macht das, was er mit allen Kranken gemacht hat und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und stattdessen sagt Jesus, sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben. Welche Enttäuschung vielleicht in diesem Moment bei den Vieren. Ich möchte die Klammer schließen. Fürbitte endet, wenn ich übergeben habe an Jesus. Ab dann ist der Meister zuständig. Ergebnisoffenheit. Aber ihr Lieben, der Glaube, haben wir Acht darauf, dass uns der Glaube, den wir auch hier so schön gestärkt bekommen haben, in dieser Gemeinschaft, dass der uns bleibt. Den brauchen wir. Und ich möchte nur zum Abschluss an diese Schlüsselstelle aus dem Johannesevangelium erinnern, wo der ganze Kosmos des Evangeliums, der guten Botschaft, in einem Satz zusammengefasst ist. Also hat Gott die Welt geliebt, auf das, und hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ihr Lieben, eines der großartigsten Versprechen. Und deswegen, vielleicht möchte der ein oder andere auch manchmal mit einstimmen und sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Thank you.
Oh,
meine Gedanken schon sterbe. Thank you.
wir bitten dich für alle, die unter Kriegen und Terroranschlägen leiden müssen. Manche von ihnen haben Angehörige verloren, manche ihre Heimat, manche alles, was ihnen lieb war, und manche vielleicht auch den Glauben an Gerechtigkeit und Liebe. Viele von ihnen fürchten sich vor jedem neuen Tag, weil sie nicht nur mit materiellen Sorgen, sondern mit Trauer, psychischen Belastungen und Hoffnungslosigkeit kämpfen. Hilf den Betroffenen, dass sie Liebe, offene Türen und helfende Hände finden und durch deine Nähe, du lieber Vater, wieder eine Zukunftshoffnung schöpfen. Dein Licht Wachstum schaffen kann und wir motiviert und
und freudig weitergehen dürfen. Vater, schenke uns die Erkenntnis, dass wir dein göttliches Licht brauchen. Und wenn uns Orientierung fehlt, wir die liebende Wärme nicht spüren, sogar energielos den Weg gehen, weil kein Wachstum erkennbar ist, dann sei ein Licht auf unserem Weg und zeig uns, dass du nahe bist. Du lässt uns